Nicole, Start Nummer 1 mit dir vielleicht. Lasse nach Land. Heute Nacht ist wohl wieder mal ein Machen angesagt. Starrst mich die ganze Zeit an, fragst, ob ich tanze und dann glaubst du, dass der Abend für dich schon gelaufen ist. Eigentlich find ich dich gar nicht übel. Start Nummer 1, die Titelverteidigerin, mit dir vielleicht. Dankeschön, vielen Dank. Meine Güte, du hast den Manfred Schäfstadt ja richtig jetzt um dich herum gejagt, gell? Hey, hey, hey. So, ich habe böse Briefe bekommen von vielen Herren, die gesagt haben, ich nehme die ständig hoch. Ich nehme sie mal auf den Arm. Das darfst du doch. Das haben wir ja abgesprochen. Wir haben gesagt, jedes Mal, wenn sie gewinnt, dann mache ich das. Also, wenn du dieses Mal, oh, oh, dann nehme ich dich auf den Arm. Mich? Ja, aber das rührt natürlich von Schlager 91 her. Damals hast du gewonnen und da habe ich dich hochgenommen und so bleibst. Wirst du bei Schlager 92 auch wieder dabei sein? Also singen werde ich sehr wahrscheinlich nicht, aber ja, ich würde mich freuen, wenn ich dem Sieger oder der Siegerin oder der Gruppe, die dann gewinnt, den Preis überreichen darf. Gut, ich unterstütze, ich bin in der zweiten Reihe dann. 30. Mai ist das, Böblingen mit Dieter Thomas Heck. Das sind deine Pläne, oder hast du noch mehr Pläne? Nö. Ja, du, meine Pläne sind einfach weiter, meine 10 Jahre habe ich gerade hinter mir. Hm. Und ich möchte natürlich weiter noch gern 10 Jahre oder noch mehr. Hm. Und du, was machst du? Ich? Ja, weiter Hörfunk und alles so. Du. So wie die Hitparade jetzt ist, live und so mit allem, das finde ich echt super. Gut, freut mich. Dann mache ich mal so weiter. Bis zur 50. Sendung, das ist so in 2 Jahren und dann gibt es ein neues Überraschungszeit. Dankeschön, Nicole.